Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 20 mit der Karriere beim 1. FC Köln. Ja, wir haben 1-0 im DFB-Pokal gewinnen können. Was für ein Spiel. Lächerlich, aber egal. Müssen wir durch. So, jetzt kommen wir zum ersten Saisonspiel gegen Werder Bremen im 3D-Modus. Dafür nehmen wir unsere Rotation 2. Zacki Bubski. Und Gehaltsbudget nicht ausgeschöpft. Ja, ist mir egal. Transfermarkt schießt in 2 Wochen. Wir haben noch Angebote gemacht. So, wenn wir vom Spiel stehen, müssen wir die nächsten Angebote machen. So, weiter geht's. Und dann kicken wir mal. Kein Verein interessiert. Ja, ist klar. Spitzspiel, zweite Mannschaft. So. Und mal gucken. Kaufangebot für Benno Schmitz. Hellas Verona will ihn holen. Ablehnen. Der bleibt bei mir. Soteldo hat sein Trainingsziel erreicht. Das ist sehr gut. Trainingsziele geht auf 80. Macht er hier weiter mit Planken. So gut. Spitzspielzeug, kein Verein interessiert. Ja, das wissen wir alles. So, da müssen wir mal gucken. Blickfeld. Neklatidis, der ist nicht gekommen. Also ist noch in Verhandlungen. Anbieten. Brady Scott. Will keiner haben, ey. Ist ja Wahnsinn. Ja, das sind 43er. Auch keine haben. Queros, der wird zu teuer sein, gehe ich mal von aus. Probiere ich nochmal. Marvin Rittmüller. Anbieten, die will auch keine haben. Tyson Richter. Anbieten. Ja. Gut. Dann werde ich Brady Scott den Vertrag auflösen. Dasselbe bei Ricardo Henning. So. Queros geht runter von der Transferliste. Hier wird auch ein Stammspieler. Rittmüller wird im Vertrag aufgelöst. Und Richter wird auch der Vertrag aufgelöst. Und Sikorski. So, dann gehen wir mal in der zweiten gucken, wie wir da rausnehmen können. Woloda, nein. Obella auch nicht. Bissek auch nicht. Queros auch nicht. Da muss der Schneider gehen. Leon Schneider, Transferangebot. Transferstatus ändern. Auf die Transferliste, mein Freund. So, Queros wird dann Stammspieler werden. Aus dem einfachen Grunde, weil er 3-Sterne-Talent ist. Wo ist er denn? Queros da. So, zack. Wow, Queros. So, dalle. So, Transfermarkt. Blickfeld, Schneider, anbieten. Den will jemand haben. 35.000. Naja, egal. Besser als gar nichts, sag ich mal. Okay. Und dann gucken wir mal, was wir gegen Werder Bremen so hin machen können. Hinlegen können. Schauen wir mal. Auf gut Deutsch. So. Die beste Mannschaft ist Bayern, die schlechteste ist Heidenheim, die jüngsten sind wir, die ältesten ist Dortmund, höchster Markt ist Bayern, niedrigster Markt ist Heidenheim. Gut, der beste ist Manuel Neuer, der jüngste ist, wie heißt der, Ermanno Cinetti von Hertha.
Der höchste Marktwert ist Kai Havertz von Bayern, 42,8 Millionen. Die meisten Spiele hat Schnatterer mit 469. So, die positivste Bilanz hat Dortmund mit 52 Millionen Einnahmen. Die negativste hat Frankfurt mit minus 15. Letzte Transfer ist Yusuf Paulsen nach Dortmund. Bernard Pio-Kelle nach Leipzig. Und Marcos Elasigues nach Leipzig. Okay. So, mal gucken, wo wir nach der Stärketabelle stehen. Stehen wir denn jetzt? Oh, 12. nur. Na, mal sehen. Wir müssen auf jeden Fall besser werden. Arbeiten wir dran. Das geht halt nicht so schnell. So, gucken wir mal. Schneider. Will jemand haben? Kann er haben. So. Scouting gegen Bremen ist abgeschlossen. Sehr gut. Brav. So, 3 Kaufoptionen für Benno Schmidt. St. Pauli will ihn haben. Für 775.000. Nein. Geht nicht weg. So, Jugendspiel erreicht Trainingsziel. Neue Idee für neue Fanartikel angenommen, abgeschlossen. Okay, super. Paris Athen auf Wiedersehen sozusagen. So, wir gucken, wir entscheiden mal, wie das Spiel jetzt läuft. Und dann entscheiden wir mal, ob wir unsere Trainer behalten. Olympique Lyon. Spielen wir auch nicht gegen, ich spiele gegen Werder Bremen. 3D-Spiel. So, wir harren der Dinge, die da kommen und bis gleich. Wir spielen von links nach rechts und Bremen von rechts nach links. Ecke, ne, Freistoß. Abgewehrt. Thank you.
Weiter geht's. Boah, ich dachte, es gibt 11 Meter. Zum Glück eine Ecke. Alter, die machen mich hier richtig fertig, ey. Paul, Freistoß. 1-0, jawohl, durch. Soteldo. Jefferson Soteldo hat sein erstes Saisontor gemacht. Und da ist das 1-1, nee, ja, Ecke. Abseits. Oder Paul, wie auch immer. Einwurf für uns. Da müssen wir mal gucken, was da läuft. Gut. Foul. Junge, das war ein Foul, aber ganz klar, ey. In der Länge nach hingeklatscht, im Prinzip. 33. Minute immer noch, 1-0. Zwei-Null durch Max Meyer. Sehr gut. Abseits. Boah, hat der Keeper beinahe Scheiße gebaut, der Müller. Das war ein Foul, mein Freund, wollte ich gerade sagen, eine gelbe Karte. Und 3-0 durch Max Meyer. Sehr, 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 sehr schön. Klappt doch mit den Nachbarn. Ach, Latte und schade, verhindert. ...3-0 zur Halbzeit. Eindeutig, ganz klare Führung. Bayer Leverkusen führt auch 3-0 zur Halbzeit. So, dann kicken wir mal hier. Schatten Lockten oder so. Co-Trainer macht Ansage. Ah, Kutucu gefällt mir nicht, der wird motiviert. Der Rest kann bleiben, kann der Co-Trainer was sagen. Zack, und los geht's. Immer weiter, 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 Kameraden. Warte mal, ich muss noch mal gucken, ob ich das eingestellt habe, dass der Co-Trainer die Auswechslung macht. Ja, macht er. Das ist schön, weiter geht's. Jetzt ist mit Bremen dran und mit 3-1. Das ist immer nach der Halbzeit der Sturm, die nach vorne, das ist Wahnsinn, ey. Egal welche Mannschaft das ist. Unser Ball. Das war auch ein Foul. Es ist unglaublich, ey. Schiri, du blinde Socke. Du siehst gar nichts. Du hast die grün-weiße Brille an, ne? Na klar. So, jetzt aber. Ach, schade. Ein bisschen zu weit vorgelegt. 7-3 Chancen für uns. Sollte auch klar sein im Heimspiel. Nix da.
Tor schieß. Sehr gut durchgesetzt. Und 4-1 durch Skiri. Sehr schöner Alleingang. Abseits? Ne, kein Abseits. Und jetzt. Oh, hätte er besser spielen müssen. Ne, meine Güte. Den kriegt er. Ach, schade. Oh, Risiko. Aber mit einer Flanke, die angekommen ist, ist ja Wahnsinn. Abseits 1-4. Da führt Bremen 4-1 im Abseits. Aber im Ergebnis führen wir 4-1. Hip Hop Ray. Gehalten, Müller. Ah, schade. 2-4 abseits, nee, 2-5 sogar. Gefangen. Das können wir aber auch. Zum Abseits? Ne, war kein Abseits. Sehr gut. Aber kein Tor. Schade. Schade, 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 schade. 4-1 gewonnen zum Auftakt. Wir haben Leverkusen gespielt. Dortmund hat auch 4-1 gewonnen. Leverkusen hat 3-0 gewonnen. Hoffenheim hat 3-0 gewonnen. Hertha hat 4-1 gewonnen. Gladbach 4-3 gewonnen. Leipzig 3-0 gewonnen. Wolfsburg 2-0 gewonnen, Bayern 2-2. Okay. Okay, 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 okay. So, 4-1 Sieg. Auftakt gelungen. Ein Tor durch Skiri, ein Tor durch Oteldo, zwei Tore durch Max Meyer. So, Borussia Mönchengladbach, Stefan Leine erlebt Achterbahn der Gefühle. Ist doch schön für ihn. So, unsere zweite hat leider verloren. So, Soteldo ist wieder fit. Das ist schön, das freut uns. Kein Verein interessiert. Interessiert, 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 interessiert. Siegprämie, Sponsor zahlt Siegprämie gegen Bremen, 110.000 Euro. Ach, der bleibt immer noch bei seinem Verein, der Pillemann. Schade. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir den nochmal. Leon Schneider geht nach Catania Calcio. Dann soll er da hingehen. Die zweite hat 1-2 verloren. Okay, so, okay, gucken wir mal. Transfermarkt, Blickfeld, Transfervorbereitungen, Blickfeld. Niakadidis, haben wir den schon mal gehabt? AS Rom, genau, Beobachtung. Spieler loben. Achso, haben wir ja schon. Lob, Lob, Lob. Okay, müssen wir dann. Okay, müssen wir nächstes Mal anders machen. Okay, dann ist das so. So, dann noch einen Tag simulieren und dann ist das Video für heute beendet. Ausbau abgeschlossen, Bauhof. Machen wir Bauhof auf 9. Okay. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wieso sehen wir uns am hey, was ist denn das denn? Am Freitag spielen wir. Okay, ist ja auch merkwürdig. Wir sehen uns dann morgen wieder mit dem Spiel gegen Union Berlin am Freitag, den 28. Dann ist das so, kann man nichts machen. Bis morgen dann, ciao, ciao.